Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Tag 28 wird auch schon blutrot angezeigt, 11 Uhr. Ja, diese Folge können wir dann nur auch ein bisschen Vorbereitungen treffen. Unter anderem wollte ich das hier noch aufrüsten. Wie sieht das hier eigentlich mit aus? Das geht eigentlich, ne? Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Das haut er natürlich schnell weg, unser lieber Herr Polizist, wenn er rumspuckt. Aber kann man immer noch hier aufs Dach ausweichen. Das ist nicht so tragisch. Denke mal, das geht klar. Müssen es hier vorne, ne? Das wäre vielleicht ein Thema. Hier so ein bisschen immer Not, dass das irgendwie zusammenbricht, dass es hier zu schwer wird. Sollte ich hier auch genug Material dabei haben. Zum Glück haben wir mal fleißig gesammelt. Okay, so geht's auch. Was wir jetzt aber machen. Erstmal gucken, was hier Sache ist. Haben wir letztes Mal hier eingeschaltet. Da war alles klar. Der ist auch fertig. Was ist gerade Beton brauchen wir nicht. Packen wir mal ein. Was wollte ich jetzt? Die brauchen wir nicht mehr. Ah ja. Ich wollte den Spaß eben anmalen, dass ich ein bisschen besser sehe. Schon verstärkt ist. Vor allem sieht man dann auch schneller, wenn mal einer weg ist. Und dann nicht unbedingt reinfällt. Pass mal auf, wir können das auch eben ein bisschen sauber aussieht hier. Das ist schlimm. Sondern die Nachbarn denken. Ärgere mich ja jetzt, dass ich den. Den musste ich ja nur auch noch eben anmalen.
Sieht ja alles scheiße aus, ne? Aber egal. Geht ja auch nicht darum, wie es aussieht, sondern wie es stabil technisch ist. So. Na? So, die müssen wir eigentlich auch noch aufrüsten, ne? Ach, haben wir schon? Bin ich jetzt gerade ein bisschen... Aha. Ach, das ist auf Beton aufgerüstet, deswegen. Und nicht auf Cobblestone. Das nächste ist dann Stahl, ist klar. Okay. Deswegen hat er hier nur Stahl akzeptiert. Ich dachte, das wäre noch... sah aus wie Holz, aber nee, das ist Beton. Dämlich, dämlich. So. Haben wir das auch. So. Aber natürlich kein Stahl mehr. Können wir auch nicht herstellen, weil wir ja das Ding jetzt hier noch nicht haben. 300 Meter zum Ding jetzt, dann würde ich sagen, dann fahren wir da noch hin. Ersten können wir auch schon wieder. Och nö. Dann das so gleich im Eimer, weil sie mir auf die Spieße rennt. Wisst ihr? Ja, wenigstens einmal hat sie noch geschrien. Und da kommt ein Polizist. Nicht gut. Dankeschön. Hör mal. Leute, das ist für heute Abend gedacht. Och Mensch. Da sind ja noch mehr. Kommt ihr denn noch her? So, gleich wieder in Ordnung bringen. Ach, guck, nochmal 3 Schuss gekriegt, ist ja auch was wert. Na? Dann holen wir uns mal das. Oh, das ist ein Verbandengebiet. Ach, das ist ja hier vorne gleich. Alles gut. Ackerbaupaket. Da wohl drin ist. Oh, super Mais. Da kann man das auch drin finden. Guck. Hopfensamen, Kürbissamen.
Und Gemüseeintopfrezept und drei Beete. Okay. Nun gut. Jetzt hatten wir hier den gefarmt. Potassium. So, da fällt mir was ein. Erstmal gucken. Vergleichen. Die ist schlechter. Alles klar. So. Das läuft. Und 670 Nitrat haben wir noch. Okay. Da packen wir das damit rein. Wir haben ja auch noch einen Punkt, denke ich gerade. Und den im Reizzimmern. Was haben wir hier? Achso, Chemiestation. Ja, das wissen wir ja. So, wo wir natürlich eigentlich was hätten, ja, einstecken sollen, wäre hier Waffen gewesen, damit wir dann bessere Waffen herstellen können. Aber wir haben ja eigentlich auch soweit ganz gute gefunden. Schädelbrecher. Macht's denn? Hier bei dem Parcours wollte ich gerne. Geht noch nicht. Dann packen wir da einen Punkt rein. So. Was brauche ich da? Level 4. Ah, okay. Aber Parcours ist ganz gut, weil man dann doch eine ganze Ecke höher springen kann. Das spart dann das ein oder andere Framing. Also Hochframen. Wer buddelt hier denn überall Löcher? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Kohle ich habe, aber ich meine, ich habe nicht mehr viel. Bisschen was kriegen. Also ein bisschen mehr Munition noch herstellen kann. Da kommt nur noch Stein. Zombie. Hallo? Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade sagen, das kann nicht sein, dass ich hier nicht hochkomme. Das ist extra so gebaut. Jetzt störst du hier mich bei der Arbeit. Findet ihr das gut oder was? Wieso kam ich hier nicht? Ah, ich sehe es, ich sehe es. Ich den hier weggezimmert habe. Sheet. Egal.
Muss ich mir Gravel wieder zumachen. Eben schnell noch ein bisschen Kohle farmen. So, da ist auch noch Kohle. Geht's wieder, aber wir müssen da noch einen. Da können wir noch was hinsetzen. Auf. Haben wir denn schon? 1000. Hui, ja, dann können wir ja. Das Nitrat haben wir ja gar nicht. So. Eben noch die Aufgang hier wieder heile haben. So. So, mit der Chemiestation können wir natürlich jetzt viel kostengünstiger Schwarzpulver herstellen. Was ja schon mal gut ist. Ernten können wir auch schon wieder. So, da. Nitrat. Er sagt, wir haben hier noch 1000 Kohle. Ah, 300. Ne, jetzt brauchen wir nämlich nur noch einen jeweils. Und ansonsten hätten wir mal zwei gebraucht. Das macht schon eine Menge aus. Kommt noch mal 600. Könnten wir noch ein bisschen Nitrat farmen, aber das machen wir jetzt mal nicht. So. Gut. Da machen wir 4 von
Brauchen wir da noch einen von? Pilze. Achso, da brauchen wir wieder das Zeug. Haben wir denn noch was? Also, das kann jetzt erstmal weg. Hopfen können wir noch anbauen. Supermais. Wir haben ja Supermais, aber wir können da das. Doch, können wir auch herstellen. Hm. Dann machen wir das doch direkt. So, das läuft. Noch 6 Minuten. So. Wieso habe ich da jetzt keine mehr gemacht? Doof. Was man nicht im Kopf hat, obwohl wir haben eigentlich genug, ne? Aber schade auch nichts. Schon mal dabei sind. Ach so. Ach, guck. Ja. Da sind auch noch 10. In Arbeit sehe ich gerade. So. So. Es geht voran. Okay, wir brauchen. Nee, das haben wir noch. Können aber noch ein paar Geschossspitzen gebrauchen. So. So, jetzt haben wir 300, 450, 600 Schuss davon. Und 600 Schuss davon, das ist natürlich ja übersichtlich. Ein paar Pfeile haben wir noch, wir haben ein paar Feuerpfeile und Schrotflintenmunition, aber keine vernünftige Schrotflinte, das ist das Problem. Okay. Ah ne, hier haben wir noch 132 Schuss.
gut. Sprengpfeile wäre schön, aber okay, wir haben noch Rohrbomben. Wie sieht es mit Mollys aus? Keine mehr, die haben wir alle in der Hütte, ne? Die haben wir alle in der anderen Blumenhütte da hinten. Das haben wir, da haben wir, ich meine, da haben wir welche liegen lassen. Falls wir da nochmal den Blumenhund machen. Und das ruckelt wieder. Ganz toll. Oh, der könnte auch schon wieder Leben drin sein. Respawn, meine ich. Da bist du. Ich wollte mich schlagen, das ist eine Selbstverteidigung. Oh, fast in die eigene Spitze gelaufen. Keiner da, wunderbar. War natürlich auch kein Respawn vom Loot, ist klar. So. Ah, vier Stück nur. Naja, komm. Das können wir stecken lassen. Das lassen wir hier sein, falls wir hier nochmal hierhin ausweichen müssen. Wir können natürlich hier nochmal den Blumenhund machen, aber. So wie die letzte Mal aussah, wird die das diesmal nicht überstehen, wenn wir es so lassen. Aber ich denke, da machen wir noch ein paar Mollys. Brennpfeile ist ja ganz schön, aber da trifft man eigentlich ja... Ja... Da müssen die schon dicht beieinander stehen, damit sie mehr, damit mehrere Feuer fangen. Weil ich mich erinnere. Eigentlich müssen wir das ja alles auf Eisen aufrüsten, die Spieße, aber okay, das können wir machen beim nächsten Mal. So, aber ansonsten sehen wir hier ganz gut aus, ne? Wir haben das hier alles aufgerüstet, ist alles relativ stabil hier. Das heißt relativ, das ist stabil. So, zack, zack, zack. Essenstechnisch sehen wir auch gut aus. Getränke auch. Leere Gläser. Hab ich da, okay. Sprit haben wir da. Was brauche ich noch? Öl und Stoff, ne? Ja, komm. Zack. So. Auch fertig, die müssen jetzt eigentlich auch mal fertig sein, genau. So, da machen wir jetzt aber noch 7,5, 7,6,2er. Jo, 200 Stück, das gefällt mir. Hier schon wieder 200 davon machen. Da. Zack. Ach, da sind ja noch welche. Dämlich. Stopp. So. Das passt erstmal. Aber gut, dann kriegen wir da noch 200 von. Das sollte dann reichen. Hoffe ich jedes Mal. So. Sch-sch-sch.
Pass auf, wir sind bei 30 Minuten. Das ist mir jetzt aber egal. Wir fahren doch eben zur Händlerin. Gucken, ob die noch was Schönes hat. Das ist offen, die Tür. Ups. Und dann jo. Und dann sind wir nämlich in der nächsten Folge. Dann geht es jetzt ungefähr bis 20 Uhr. Und dann sind wir in der nächsten Folge nämlich in der Blutmondnacht. Ist schon ein bisschen beängstigend, ne? Oh! Mann, war das auch schon so laut? Oh, hier, falsche Ecke. Also es hat sich atmosphärentechnisch schon eine ganze Menge getan. Da muss ich lang. Wieder einen riesen Umweg gefahren. Aber wir haben ja Zeit, ne? Es liegt ja weiter nichts an. Aber hier war, glaube ich, eh kein Respawn oder sowas. Well, aren't you a sight for sore eyes? What can I get you? Erstmal kriegst du was von mir, Mädel. So. Okay, Panzerberechnung und Munition hätte ich jedenfalls. Das ist besser. Eine Magnum. Ich will eine Magnum haben. Erst mal gucken. Zwar nur 2er, aber besser als hier das Ding hier. Und natürlich so. Ja, okay, die Munition kommt jetzt. Nacht ja verbuddeln. Da haben wir auch noch was. Okay. Eier mit Speck. Und 9er Munition. Pass auf, dann haben wir hier noch Schießpulver. Ah, nicht viel. Pass auf, wir kaufen uns eine Magnum. So. Und wir kaufen. Das reicht nicht. Das brauchen wir auch nicht unbedingt panzerberechende Munition. Lass mal lieber die noch im Kaufen. Ja. Und die. So. Stahlfall können wir auch noch ein paar kaufen. Moment, hat sie noch Stahl? Stahl wäre nicht schlecht. Weil das haben wir verballert. Nee, nur Eisen. Shit. Okay, dann nehmen wir die noch mit. So. Naja, dann können wir noch ein paar Brandpfeile machen. Ja. Ja, cool. Schauen wir mal. Ich muss wieder nach Hause. Ich habe noch einen Termin. Jo, da sehen wir schon viel besser aus, finde ich. Wenn wir jetzt eine MP hätten, dann könnten wir natürlich die 9mm Munition da schön mit verballern. Pistole geht's auch. Wie fahre ich heute nur Umwege? Hoffen wir mal, dass die Bude hält, wa? Die hält, was sie verspricht. So, bevor ich das vergesse,
im Auftakt. Es könnte ja sein, dass wir urplötzlich weg müssen. So. Da muss eigentlich dringend das größere Magazin rein. Ja, okay. Das ist jetzt für die Blutmondnacht egal. Da können wir besser, ne, so viel haben wir da auch nicht von. Die nehmen wir dann später mit und packen das Magazin da rein. Und die habe ich hier auch gar nicht drin. Ich habe keine Magazinerweiterung. Dachte, ich kann die schon herstellen. Wieso mache ich das denn dann nicht? Nee, kann ich noch nicht. Deswegen. Nur die sind fertig. Hier habe ich die drin, ne? Genau. Okay. Ja, da ist auch besser aufgehoben. Scheibe, habe ich die denn nicht? Da ist keine drin. Nö. Nö. Na gut. Haben wir den da drauf. Gut, dann packen wir die erst weg. Ja, eine Menge genommen. Also die habe ich viel lieber für unterwegs. Hier ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Den packen wir mal ein. So, tja, ich denke mal. Wir sind soweit klar. Müssen natürlich die Türen noch verbarrikadieren, wenn es soweit ist. Hier ist alles klar. Das ist auch bald fertig. Da läuft nichts. Was ist denn hier? Ah, hier. Das Geräusch ist nicht ausgegangen. Das ist immer noch so ein Bug. Das ist... So, jetzt müsste das eigentlich ausgehen. Aber geht nicht. Na ja, gut. So. Okay. Ja, gleich 20 Uhr. In der nächsten Folge geht es rund bis 37 Minuten. Das wird wieder eine Renderei ohne Ende. Ah, könnte sich auch schon schön an. Gut, ja, ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, ob wir es überleben werden. Aber ich denke mal, ne? Oh. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Blumenmondnacht. Macht's gut, tschüss.